Hi, meine lieben Hedgies. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Spiel noch ist, aber mir laufen Schauer über den Rücken. Echt, das ist... Oh, es ist so furchtbar, was mit der kleinen Cornelia passiert ist. Ich meine, da wird so ein armes Kind umgebracht und jeder vergisst sie. Und wie sagt man immer so schön? Wirklich tot bist du erst, wenn keiner mehr an dich denkt. But even with all that effort, we never really did fit in. We still never really belonged. Aber trotz all dieser Bemühungen haben wir nie wirklich dazugehört. Wir gehörten noch immer nicht wirklich dazu. Those divine voices that Idalora and all the other sisters claimed to hear. We never heard them. Diese göttlichen Stimmen, von denen Idalora und all die anderen Schwestern behaupteten, sie zu hören. Wir haben sie nie gehört. Though, I suppose it would be hard to hear anything when deep down all we've ever really heard are the cries of that one little girl. Obwohl es wohl schwer gewesen wäre, etwas zu hören, wenn wir im Grunde nur die Schreie dieses einen kleinen Mädchens gehört haben. No, 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 stop! Stop it! Hör auf damit, hör auf! Dearest Mother Idalora, please wash my blood-stained hands. Tear off the lying flesh of my limbs. Oh Gott, liebste Mutter Idalora, bitte wasche meine blutbefleckten Hände, reiß mir das verlogene Fleisch von den Lippen. Ein Satz, den auch ich mittlerweile beten kann. Shh, it's okay. It's okay. Ist ja gut, ist ja gut. Sculpt my every action. Jede meiner Handlungen formen. We never really had a choice in the matter, did we? Wir hatten nie wirklich eine Wahl in dieser Angelegenheit, oder? We needed to survive. And so survive we did. Wir mussten überleben. Und das taten wir auch. Hör nicht auf sie, Kind. Der Teufel kommt getarnt mit Lügen. Your words, they are lies. Deine Worte, sie sind Lügen. Your... A demonic apparition. Yes, that's what you are. Du bist eine dämonische Erscheinung. Das ist es, was du bist. You're still hearing her, aren't you? Du hörst sie immer noch, oder? I hear her too. Ich höre sie auch. All the time. Die ganze Zeit. For all her talk about perfection, she was very good at leaving her mark on people, wasn't she? Trotz ihres Geredes über Perfektion war sie sehr gut darin, bei den Leuten Spuren zu hinterlassen, nicht wahr? Shut up! Not another word! Halt die Klappe, kein Wort mehr! We weren't able to save Cornelia. But please, Adira. Now there are two girls right here. Very much alive. Wir haben Cornelia nicht retten können, aber bitte, Adira. Hier sind jetzt zwei Mädchen, sehr lebendig. We can stop it. Please. Wir können es aufhalten. Bitte. But what can I do if I let them go? After this, they will tell. Aber was kann ich tun? Wenn ich sie gehen lasse, werden sie es verraten. Then you can confess. All this time, that's all we've ever wanted, wasn't it? Dann kannst du beichten. Die ganze Zeit über war das alles, was wir wollten, nicht wahr? But the order's name. Aber der Name des Ordens. Will receive the judgment it deserves. Wird das Urteil erhalten, das er verdient. Please, Adira. Let's end this. Bitte, Adira. Lass uns das beenden. I... Was, wenn sie recht hat? Ich kann nicht zulassen, dass das so weitergeht. Wir sind so nah dran, Adira. Mach es jetzt nicht kaputt. No. No, I won't. I won't destroy everything that we've built. Nein, das... War das vielleicht falsch? Egal. Nein, das werde ich nicht. Ich werde nicht alles zerstören, was wir aufgebaut haben. I will not. Das werde ich nicht. Please, listen. Bitte, hör zu. No. Nein. Schweig, 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 schweig. Silence! Dearest Mother Idalora, fill the cracks that sin has left upon me. Liebste Mutter Idalora, fülle die Risse, die Sünde in mir hinterlassen hat. Drowning me out with prayer?
mich mit Gebet. Ich finde witzig, wie ihr Name sich ständig ändert. Von ich, Fragezeichen, 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 zu Dämon, jetzt zu Lärm. Mich mit Gebeten übertönen. And paint a smile on my face so that I can become the woman of God that you want me to be. Und male ein Lächeln auf mein Gesicht, damit ich die Frau Gottes werden kann, die du dir wünschst. I'm used to that. So is Cornelia. Daran bin ich gewöhnt. Das ist Cornelia auch. Sonne! Sei still! She's gone. Sie ist weg. Ist es vorbei? There's always that one moment. That one key moment. Es gibt immer diesen einen Moment. Dieser eine Schlüsselmoment. Where God calls stronger and more desperate than ever before. Wo Gott ruft, stärker und verzweifelter als je zuvor. It is these moments that truly separate the saints from the sinners. Es sind diese Momente, die die Heiligen wirklich von den Sündern unterscheiden. Who's that? Wer ist da? My dear Adira. My sweet, strong Adira. Meine liebe Adira. Meine süße, starke Adira. Have you forgotten me? Oh, time really has ruined you, hasn't it? Oh, netter Satz. Hast du mich vergessen? Oh, die Zeit hat dich wirklich ruiniert, nicht wahr? Mother Adora, you're here. How? Mutter Adelora, du bist hier. Wie? Oh, child. I never left. Oh, Kind, ich war nie weg. I've been watching you all this time. All your struggles, your pain, your victories, and your failures. Ich hab dich die ganze Zeit über beobachtet. All deine Kämpfe, deine Schmerzen, deine Siege und deine Misserfolge. My failures. Meine Misserfolge. The girls, Gabriella, she tried to leave. I had to do something and... Holly, the thing she was saying, I couldn't... Die Mädchen, Gabriella, sie wollte gehen, ich musste etwas tun. Und Holly, die Dinge, die sie sagte, ich konnte nicht... Oh, Adira, look at you, rambling on again. You really haven't changed, have you? Oh, Adira, sieh dich nur an, wie du wieder herumschwafelst. Du hast dich wirklich nicht verändert, oder? When words are many... Transgression is not lacking, but whoever restrains his lips. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Is prudent. Ist klug. Chapter and verse. Kapitel und Verse. Proverbs 10:19. Sprüche 10:19. There you are. Good to see you still remember. I was so worried. You've always had difficulties when it came to the scriptures. Na also, schön, dass du dich doch noch erinnerst. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du hattest schon immer Schwierigkeiten, wenn es um die Heiligen Schriften ging. By no means your fault. Your mind just has a tendency to wander, indulging itself with wasteful distractions. Du kannst nichts dafür, aber dein Geist neigt dazu, umherzuwandern und sich mit unnötigen Ablenkungen zu beschäftigen. But we managed to fix that. It took some time, but we did, didn't we? Aber wir haben es geschafft, es zu beheben. Es hat etwas gedauert, aber wir haben es geschafft, oder? Yes. Yes, we did. Ja, das haben wir. Mother Adelora, what happened to Cornelia? What you did, it's not true, right? Mutter Adelora, was mit Cornelia passiert ist, was du getan hast, das ist nicht wahr, oder? I mean, I know it wasn't true. The horrible things she said about you, you didn't. Ich meine, ich weiß, dass es nicht wahr war, diese schrecklichen Dinge, die sie über dich gesagt hat. Du hast doch nicht...
oder? Oh, no, 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 Adira. It's worse than I thought. Oh nein, 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 Adira. Es ist schlimmer, als ich dachte. Is this what years without my guidance has done to you? Ist es das, was die Jahre ohne meine Führung aus dir gemacht haben? Every waking moment is a moment we dedicate to prayer. Not just through our actions, but through our thoughts. Jeder wache Moment ist ein Moment, den wir dem Gebet widmen, nicht nur durch unsere Handlungen, sondern auch durch unsere Gedanken. And so, every thought which praises the divine is a blessed hymn. Und so ist jeder Gedanke, der das Göttliche preist, eine gesegnete Hymne. Whilst every doubt, every idle musing, every stray idea is what? Während jeder Zweifel, jedes müßige Grübeln, jede verwirrte Idee, was ist? Is a curse, a sin, an indulgent distraction that the devil feeds upon. Ein Fluch ist, eine Sünde, eine nachsichtige Verzweiflung, von der sich der Teufel ernährt. Chapter and verse. Kapitel und Verse. It's not from the Bible. It's from you. Es ist nicht aus der Bibel, es ist von dir. That it is. Das ist es. Now that we've cleared that up, we can start over the right way. Jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir wieder richtig anfangen. Yes, Mother. Forgive me. Ja, Mutter, vergib mir. I am graced with your presence. Ich bin mit deiner Gegenwart beglückt. So, now we attend to the present. Looks like you've made quite the mess. So, jetzt kommen wir zur Gegenwart. Sieht aus, als hättest du ein ziemliches Chaos angerichtet. Yes. I'm sorry. Ja, es tut mir leid. That's all right. When there's a mess, we clean it up. Simple as that. Das ist in Ordnung. Wenn es Chaos gibt, beseitigen wir es. So einfach ist es. Clean it up? But how? Beseitigen, aber wie? If you look deep within yourself, Adira, I think we both know what needs to be done. Wenn du tief in dich hineinschaust, Adira, dann wissen wir beide, was getan werden muss. The devil festers now more than ever in the hearts of the young. Der Teufel wütet heute mehr denn je in den Herzen der jungen Menschen. And our efforts in this glorious war against Satan himself lacking. Und unsere Bemühungen in diesem glorreichen Krieg gegen Satan selbst sind unzureichend. You've always been so sweet, but right now I need you to be strong. Du warst immer so lieb, aber jetzt musst du stark sein. And don't you worry. Und mach dir keine Sorgen. Remember, I am mother to the order, and a mother can be whatever her children need her to be. Vergiss nicht, dass ich die Mutter des Ordens bin, und eine Mutter kann alles sein, was ihre Kinder von ihr verlangen. So, what do you need, child? Also, was brauchst du, Kind? I need you. I've been alone for so long. Ich brauch dich. Ich bin schon so lange allein. Oh, sweet, strong Adira. You were never alone. Oh, süße, starke Adira, du warst nie allein. My sisters. Meine Schwestern. They're here for you, Adira. We're all here for you. Sie sind alle für dich da, Adira. Wir sind alle für dich da. It's all so perfect. Es ist alles so perfekt. I'm home. Ich bin zu Hause. I'm sorry, I ever doubted you. Es tut mir leid, dass ich jemals in dir gezweifelt habe. You are forgiven. Now, let's turn those words into action. Dir ist vergeben. Und jetzt lass uns diese Worte in die Tat umsetzen. We've got a lot of work ahead of us. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.
Ja, jetzt ist mir alles klar. Wir machen die Dinge Schritt für Schritt. Zuerst den Schaden bewerten. Zerbrochene Scherben ihres Abbilds verstreut auf dem Boden. Wir werden sie aufheben. Sie sind scharf, böse kleine Kanten, die schneiden, verletzen und verstümmeln. Aber das ist in Ordnung, denn sie führt mich jetzt. Zweitens, wir stellen uns vor, wie es früher aussah. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir werden sie wieder zusammensitzen, großartiger als je zuvor. Sie wird perfekt sein, sie wird wunderschön sein. Und dann sind da noch die Kerzen. Ja, wir müssen sie anzünden. Eine für jede meiner lieben Schwestern. Und ich habe so viele Schwestern. Das Kloster wird in leuchtende, strahlende Flammen getaucht sein. Drittens, wir reflektieren. Aber es gibt keinen Grund mehr zu reflektieren. Sie ist ja da. Jetzt muss ich nur noch zuhören. Das bringt uns zum letzten Schritt. Ich werde ihre Worte, unsere Worte, in die Tat umsetzen. Fackelt sie jetzt das Kloster ab? Wie lange ist das her? Da kommt jemand. Adira. Holly. Oh, sweet, sweet Holly. Oh, süße, süße Holly. Adira, what's that for? Adira, wofür ist das? Rejoice, rejoice. Freue dich, freue dich. What? Was? They're back. They're all back. Sie sind wieder da. Sie sind alle wieder da. Das gefällt mir nicht. Adira, please. Let's talk about this. I need you to let me out. Adira, bitte lass uns darüber reden. Du musst mich rauslassen. Then we can get Gabby and then we can call someone. Call someone to help. Okay? Dann können wir Gabby holen und dann können wir jemanden rufen. Jemanden rufen, der dir hilft, okay? Call someone? I've already called someone. Jemanden rufen? Ich habe schon jemanden gerufen. And she answered. Und sie hat geantwortet. What do you mean? Was meinst du? Oh, she's here. She's finally here. Sie ist da. Sie ist endlich da. She finally heard me. Endlich hat sie mich gehört. Who's here? Wer ist da? Why, Mother Idalora, of course. Na, Mutter Idalora natürlich. Oh, don't worry. You'll see her soon. She looks so beautiful. Mach dir keine Sorgen, du wirst sie bald sehen. Sie sieht so schön aus. Wait, no! Warte, nein! Mein Kopf. What makes a saint? Was macht einen Heiligen aus? Teresa of Avila. Now there was a holy woman. Teresa von Avila, das war eine heilige Frau. She'd swallow olive branches in order to vomit. That way, when she would receive the host, her stomach would be devoid of all impurities. Sie schluckte Olivenzweige, um sich zu erbrechen. So war ihr Magen frei von allen Unreinheiten, wenn sie die Hostie empfing. Rosa de Lima. She took fire to her face when she realized that her beauty was tempting men to sin. Rosa de Lima, als sie merkte, dass ihre Schönheit die Männer zur Sünde verführte, verbrannte sie ihr Gesicht. St. Clair of Montefalco suffered from great sickness. Die heilige Clara von Montefalco litt an einer schweren Krankheit. But in her death, a tiny crucifix was found in her heart. Doch bei ihrem Tod wurde ein kleines Kruzifix in ihrem Herzen gefunden. And three gallstones. Bloody and whole. The Trinity was inside her to the very end. Und drei Gallensteine, blutig und ganz. Die Dreifaltigkeit war bis zum Ende in ihr. What makes a saint? Was macht einen Heiligen aus? And then of course, the greatest of all. Und dann natürlich der größte von allen. Christ, the Son of God himself. Christus, der Sohn Gottes selbst. Nails into flesh, tortured. Speared, crucified. Nägel ins Fleisch, gefoltert, aufgespießt, gekreuzigt. And after all that, his body wrapped in linen, entombed in the dark for 3 days. Danke, dass du mir Ostern nochmal erklärst.
Und nach all dem wurde sein Körper in Leinen gewickelt und 3 Tage lang in der Dunkelheit begraben. The answer becomes clear then. So wird die Antwort doch klar, oder? Was ist das für ein Geruch? Ich kann nicht atmen. Gabby? Gabby? Gabby, wake up! Gabby, wach auf! Oh Gott. What did you do? Oh Gott, was hast du getan? Oh, don't worry. She just took a nasty bump to her head. But she's fine. In fact, she'll be joining you soon. Keine Sorge, sie hat sich nur eine böse Beule am Kopf geholt, aber es geht ihr gut. Und sie wird bald zu dir kommen. Adira? What's going on? Adira, was ist los? Terrible. So terrible. That the beast comes for the fresh spirits of the young. Schrecklich. So schrecklich, dass die Bestie die frischen Geister der Jugend holt. But do not worry. You are in good hands. Aber mach dir keine Sorgen, du bist in guten Händen. Okay, sie ist eindeutig nicht sie selbst. Ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Sister Adira, you're absolutely right. I'm feeling better now. Schwester Adira, Sie haben absolut recht. Jetzt geht's mir besser. My soul feels lighter. Please, I can help you. Meine Seele fühlt sich leichter an. Bitte, ich kann Ihnen helfen. Just let me go, and I can help you. Lass mich einfach gehen und ich kann Ihnen helfen. Help? No. Helfen? Nein. I am the only one who can help you now, child. Ich bin die Einzige, die dir jetzt helfen kann, mein Kind. Look, I have a surprise for you. Schau, ich habe eine Überraschung für dich. It's your graduation ceremony. Es ist deine Abschlussfeier. Rejoice. You are about to become a proud alumnus of Saint Idolora's recollection. Freue dich, denn du bist bald eine stolze Absolventin der Andacht der heiligen Idolora. Adira, please, let's talk. Let's just talk. Bitte, lassen Sie uns reden. Lassen Sie uns einfach reden. Shh. It's all right. It's all right. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Nein, bitte, Adira. It may take hours, days even, but you will stay there for as long as you need to. Es kann Stunden dauern, sogar Tage, aber du wirst so lange dort bleiben, wie du es brauchst. No, 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 no! Wait, I... Kann mich nicht bewegen. Oh nein, 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 nein. Kann nicht atmen. Kann nicht atmen. Kann mich nicht bewegen. Kann nicht sehen. Nein, nein, was soll ich tun? Oh, ist irgendwie eine Motte vor mir. Ich muss wach bleiben. Tief durchatmen, Holly. Tief durchatmen. Oh nein. Nein, 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 nein. Lärm, so viel Lärm. Die Luft geht aus. Es ist so schwer, wach zu bleiben. Und, was ist passiert? Komm schon, du kannst mich nicht einfach so warten lassen. Huh? What's going on? Where am I? Was ist hier los? Wo bin ich? Oh, I don't know. You were just reading the ending of the best book ever. Oh, ich weiß nicht. Du hast gerade das Ende des besten Buches aller Zeiten gelesen. Oh, that's right. Oh, richtig. Come on. Komm schon. Oh, yeah. Sure. Oh, ja, sicher. She had a skip in her step and a smile on her face. Knowing that the forest was not so dark after all. Sie hüpfte not in the slightest. Sie hüpfte und lächelte, denn sie wusste, dass der Wald gar nicht so dunkel war, nicht im geringsten. Es kommt mir vor, als hätte ich etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Huh? Holly? Holly? Are you crying? Weinst du? No. No, I'm not. Nein, tue ich nicht. Aw, you liked it. Aw, sie hat dir gefallen. Shut up. Halt die Klappe. I'm
I'm glad I was right. I knew you'd like it. Ich bin froh, dass ich recht hatte. Ich wusste, sie würde dir gefallen. Dieser Ort. Dieses Zimmer. Was ist los? Wie lief das nochmal? Das klingt wie etwas, das ich tun würde. Aber nein. Nein, das ist nicht richtig. Holly? So ist es nicht gelaufen. We need to be careful, though. Aber wir müssen vorsichtig sein. Huh? You know how Mom gets, Liana. We can't let her catch us with any of this. Du weißt doch, wie Mama ist, Liana. Wir dürfen uns nicht von ihr erwischen lassen, wenn wir so etwas tun. Just... Okay, here we go. Lass mich nur... Okay, na also. What's that? Was ist das? Well, from now on we need to keep all this stuff in here. Got it? Nun, von jetzt an müssen wir das ganze Zeug hier drin lassen, verstanden? And afterwards we gotta hide it. Hide it somewhere they'll never look. Und danach müssen wir es verstecken. Irgendwo verstecken, wo sie nie nachschauen werden. We can't take any chances. You'll be in trouble if Mom ever finds out. Wir können kein Risiko eingehen. Du bekommst Ärger, wenn Mom das herausfindet. Me? What about you? Ich? Was ist mit dir? Well, you're the one that brought the book here. I was just reading it for you. Du bist diejenige, die das Buch hierher gebracht hat. Ich hab's nur für dich gelesen. Sheesh. Okay, fine. Mann, okay, in Ordnung. Did you at least like it? Hat's dir wenigstens gefallen? It was okay. Das war okay. Das war eine Lüge. Dir hat es gefallen? Und du hast es gehasst, wie sehr es dir gefallen hat. Denn wenn du es magst, musst du all diese zusätzlichen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass du es auch weiterhin mögen kannst. She can never find out. Sie darf es nie herausfinden. Entschuldigung. Motte! Ich lese sofort. Liana... Das schon wieder? Träume ich? Und was, wenn es so ist? Entspann dich einfach. Es ist alles in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung. Also, was wollte ich sagen? Hat sie dich gezwungen? Hast du die ganze Zeit gekniet? Das Salz, es klebt an deiner Haut. Ich konnte es beheben. So war es doch, oder? Ja, du hast ihr geholfen, sie zu verarzten. Das wäre schön gewesen. Aber du weißt nicht, wie man Wunden behandelt. Wir hatten sowieso keine Erste-Hilfe-Kästen in unserem Zimmer. Also, was habe ich nochmal gesagt? Oh, klar. Ich hab's dir gesagt. Das ist also die Wahrheit. Did you? Aber du hast nicht zugehört, oder? Wir sind eine tolle Schwester. And you know you made it even worse by answering back, right? Und du weißt, dass du es noch schlimmer gemacht hast, als du geantwortet hast, oder? You just never listen. And look, it's trouble for everyone now. Du hörst einfach nie zu. Und sieh mal, jetzt gibt's Ärger für alle. Just shut up! Halt einfach die Klappe! Okay, let me see. Okay, lass mich mal sehen. No. Nein. Come on, don't be stubborn. Just let me help. Komm schon, sei nicht so stur. Lass mich helfen. Das Salz von ihren Wunden abwischen. Eine weitere Aufgabe. Eine weitere Pflicht. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal an, wie wir so als Schwester versagt haben, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut, meine lieben Hedgies.